Ja, dann erzähl mir doch mal, wobei ich dir helfen kann. Ich bin vorrangig beim SP-Manifestieren dabei. Und es wird jetzt, also ich schaue viel von deinen Videos, die sind wirklich genial. Es wird jetzt leichter, aber die 3D immer so außen vor lassen, mit dem habe ich manchmal so meine Struggles. Und mit dem, dass ich da bisher noch relativ, mir kommt es eben so die letzten Tage vor, es tut sich ein bisschen was, aber so, dass ich da jetzt nicht wirklich was zeigt. Was müsste sich denn für dich zeigen, dass du glauben kannst, dass sich hinter dem Vorhang etwas bewegt? Ich möchte ihn endlich wieder mal sehen. Und was passiert, wenn du ihn siehst? Was hast du dann für einen Beweis? Bist du dann schon in deinem Living in the End oder gibst du dich mit Brotkrümeln zufrieden, gerade in deinem Kopf? Na, aber dann war sie da, da haben wir jetzt den Anfang und da können wir jetzt dann weitermachen. Das sagst du. Siehst du, das ist deine Annahme. Deine eigene Annahme blockiert dich, indem du immer wieder auf genau diese Situation pochst, die jetzt gerade noch nicht eingetreten ist. Und das bedeutet für dich in deiner Annahme, in deiner Welt, dass nichts passiert. Merkst du, wie du durch diese kleine Annahme, durch dieses Nadelöhr muss er kommen, ja? Durch dieses Nadelöhr muss er kommen, damit ich weiß, wie kraftvoll und wie powerful ich in meinen Annahmen und Vorstellungen bin. Merkst du das? Was Siehst du, du? wie du da hier zugespitzt hast, wie du da quasi ein ganz, ganz kleines Nadelöhr geschaffen hast. Und damit eigentlich alle anderen unendlichen Möglichkeiten wertlos gesprochen hast. Das heißt, alles, was in der nicht sichtbaren Welt jetzt passiert, von dem, was du nicht weißt, hält dich tatsächlich davon ab, so klar und so fokussiert bei dir zu bleiben, so wie es sein muss. Weil es bist ja du. Es ist nicht er, der sich verändert. Du veränderst dich, dadurch verändert sich deine Realität und er ist nun mal Teil von deiner Realität. Also veränderst du dich erstmal, ich bin die Frau, die er dauernd sehen will. Darauf musst du bestehen. Aber jedes Mal, wenn du im Außen schaust oder wahrnimmst oder siehst, der ist ja gar nicht da. Der meldet sich nicht, wir sehen uns nicht, sagst du eine neue Affirmation und sagst, ja, ich bin also doch nicht die Frau, die er dauernd sehen will. Also hast du quasi jedes Mal deine Power wieder auf Null gesetzt, respektive. Es passiert nichts, weil du, ich bin die Frau, die er dauernd sehen will, mit der er in unendlichem Kontakt sein will. Nein, ich bin die Frau, die er nicht sehen will. Ich bin die Frau, die er sehen will, glaube ich mal ganz kurz, weil ich mich im Außen nicht reflektiere. Nein, ich bin doch nicht die Frau, die er sehen will, weil sonst hätten wir uns ja schon gesehen. Und das passiert bei den meisten Leuten, wenn sie ihrem Verstand nicht klar machen können, dass die 3D-Welt wirklich nur eine Reflexion ist. Und wenn es reflektiert wird, dass er mich nicht sehen will, dann sind meine Überzeugungen, dass er mich nicht sehen will, dominanter als die Überzeugung, er will mich sehen. So einfach ist es. Weil wenn die Überzeugung dominanter wäre, dann hätten wir uns ja schon wieder einmal getroffen, oder? Ganz genau. Okay. Und das ist das Einzige, wofür du die äußere Welt, die 3D-Welt nützen darfst, um Informationen zu sehen und zu sagen, meine dominante Überzeugung ist tatsächlich, wir oder er will mich nicht sehen.
er hat andere Sachen, die wichtiger sind. Oder was denkst du noch so die ganze Zeit, wenn du darüber nachdenkst und im Außen siehst, wir haben uns lange nicht gesehen? Was geht dir da durch den Kopf? Das und ich, das kommt mir aber gerade erst jetzt in den Sinn, dass bei mir ein bisschen die Angst dabei sein könnte, weil es zweimal so war, dass wir uns getroffen haben, das Treffen total schön war und er ist dann abgetaucht und war dann weg. Ganz genau, ganz genau. Und das ist eben diese Energie, diese Angstenergie, die dich immer wieder trennt aus dem Wunsch der Erfüllung, aus dem erfüllten Wunsch, aus der Erfüllung des Wunsches, so aus dem Zustand, ja, weil genau das schwingt mit, oder? Genau das, was du jetzt sagst, und das sind ganz hinterhältige alte Musterannahmen, die wir alle aus der Kindheit mitnehmen. Wir sind alle enttäuscht worden von irgendwelchen Eltern, Bezugspersonen. Ja? Wir haben alle schon erlebt, es war wahnsinnig schön, wir haben uns gefreut und wir hatten eine schöne Zeit und hinterher ist alles wieder weg. Und es ist nicht beständig und es ist nicht zuverlässig. Und ich muss immer damit rechnen, dass mir, wenn es auf dem Höhepunkt ist, wenn es am schönsten ist, dass es mir dann genommen wird. Kennst du diese Denkmuster? Genau. Und da, deswegen geht es nur über Selbstkonzept, indem ich weiß, wer ich bin, wie ich wirke. Und ich weiß, dass das alte Muster sind, dass das alte Annahmen sind, dass das alte Überzeugungen sind, die sich eben so tief eingesetzt haben, reingesetzt haben in mich, dass es ein automatischer Reflex ist, dass wenn die Dinge schön sind, dass diese Denkmuster einkicken. Und da muss ich dran arbeiten. Und das ist genau das, warum ich angefangen habe zu sagen, was erwartest du dir davon? Was bringt dir das? Weil ich genau gespürt habe, dass es dir nichts bringt, ein Treffen. Weil da nämlich tiefere, andere Sachen dahinter sind. Und dass es nicht um ein Treffen geht und dass du genau aus diesem Grund dich im Kreise drehen würdest mit einem Treffen hier und nachher ist wieder alles weg. Ein Treffen hier, nachher ist alles wieder weg. Es kann nicht um Treffen gehen. Es geht darum, dass du die Frau bist, der die Sachen bleiben, bei der alle ihre Wünsche dauerhaft bleiben. Und diese Denkmuster aus dieser Perspektive, die musst du dir sozusagen angewöhnen. Im Sinne von affirmieren aus dem erfüllten Wunsch. Also der erfüllte Wunsch ist ja eine beständige, sichere Beziehung. Richtig? Ja. Genau. Und wenn das so ist, sind Treffen keine Mangelware und keine Highlights. Dann ist es das Normalste der Welt. Und wenn das so ist, dann hast du eben solche Gedanken und Ängste überhaupt nicht mehr. Und diese Gedanken und Ängste, durch die musst du jetzt zuerst mal durch, die musst du transzendieren. Und das ist eben das, was ich immer erkläre mit Human Design, diese ganze Angst- und Mangelwelt. Und ich in meiner göttlichen Welt als Schöpfer in meinem Divine Design, habe ich die Ängste transzendiert. Weil ich habe keine Angst, dass mir was weggenommen wird, wenn ich doch, wenn meine ganze Welt in mir stattfindet. Wenn meine ganze Welt in mir stattfindet, dann ist alles schon erledigt, dann ist alles schon getan. Dann bin ich auch in einer Welt, in einer Realität, wo ich diese sichere, zuverlässige, committete Beziehung habe. Und der Schlüssel dazu ist Commitment zu meiner Welt. Ich muss committed sein zu dem, was ich haben will. Also, was willst du haben? Nicht nur ein Treffen. Was willst du genau haben? Die beständige Partnerschaft. Und wie schaut die aus?
dass ich mich einfach verlassen kann, er ist da, dass er regelmäßig da ist, dass ich einfach mit ihm reden kann, dass wir gemeinsam Sachen unternehmen, dass wir gemeinsam schöne Zeit verbringen. Genau, und welche Frau bist du dann für ihn? Wie sieht er dich? Ich bin der Nummer eins. Und weiter? Er bewundert mich, er respektiert mich, er schätzt mich, er vergöttert mich. Und ist diese Beziehung zu dir selber, wenn du vorm Spiegel stehst, sagst du, ich bewundere mich, ich vergötter mich, ich respektiere mich, ich bin mir voll committed. Sind es Worte, die dir ganz normal und natürlich vorkommen, wenn du das zu dir selber sagst? Na, noch nicht. Genau. Mhm. Weil du kannst nie im Außen etwas reflektiert bekommen, wenn du es selber für dich nicht als das Normalste der Welt empfindest. Weil sonst hast du immer irgendwo ein komisches Gefühl, wo du dem nicht glauben kannst, wo du denkst, ja, das ist aufgesetzt oder jetzt ist es mal so, jetzt ist es gerade mal schön in dem Treffen und jetzt sagt er das gerade mal so, aber du glaubst es nicht 100%. Und darum musst du natürlich zuerst arbeiten, dass du tatsächlich durch die Welt gehst und genau das von dir selber denkst, was du möchtest, was in diesem Fall der SP, aber auch alle anderen Menschen von dir denken. Und das ist der Schlüssel. Ich muss durch die Welt gehen und wissen, jeder, der mich trifft, findet mich großartig. Weil es bin ja ich. Es kann ja nicht sein, dass der eine fühlt in meiner Welt, es gibt Leute, die finden mich scheiße und dann gibt es Leute, die finden mich großartig. Wenn ich schon meine Welt kreiere und wenn ich die bin, die ich sage, die ich bin, dann kann ich mich eben da auch so testen. Ja? Dann kann ich sagen, oh, gibt es da noch Leute, vor denen ich mich schäme? Gibt es da noch Menschen, die ich in mein Leben kreiert habe, wo ich glaube, ich bin nicht gut genug? Und das gehört aufgeräumt, weil sonst habe ich immer wieder diese Ängste. Wenn ich nicht selber in mir so committed bin, kriege ich Verlustangst überhaupt nicht weg, kriege ich nicht Angst vor Zurückweisung weg. Die geht ja nur weg, wenn ich ganz sicher da sitze und weiß, wer ich wirklich bin, mein Divine Design Selbstkonzept fest habe. Und solange ich da noch Unsicherheiten habe, wird mir das halt im Außen immer wieder gezeigt. Und nicht nur von meinem SP, sondern von allen anderen Lebensumständen eben auch. Was sagst du da dazu? Ja, das stimmt. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch ganz gute Hochphasen bei meiner Arbeit und dann wieder Zeiten, wo ich mir denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau, und das ist dieses Hü und Hot, oder? Wenn ich hin und her gerissen bin von diesem Selbstkonzept, das ich übernommen habe, das ich noch nicht komplett transzendiert, revidiert habe, wo ich halt tatsächlich im Ursprung immer noch an mir zweifle und glaube, ich bin fehlerhaft oder nicht gut genug. Und dann wird das Außen mir zeigen, wo ich Fehler mache, wo ich nicht gut genug bin, wo ich abgelehnt werde. Aber mit dieser, das ich nenne es Divine Design Self-Confidence, also es ist auf Deutsch, ich habe schon viele Worte gesucht, aber man würde sagen, ich stehe unter allen Umständen hinter mir. Ja, das meine ich damit. Ich stehe unter allen Umständen hinter mir. Ich lasse keine Selbstkritik, keinen Selbstzweifel an mir zu, weil ich weiß, was ich für ein großartiges Wesen bin und weil ich weiß, dass ich bedingungslose Liebe verdient habe. Und bedingungslose Liebe heißt eben bedingungslos hinter mir stehen, bedingungslos zu wissen, wie großartig ich bin, weil erst dann kann mir das Leben das spiegeln. Und ein Spiegel ist eben mein SP. Aber letztendlich ist es immer nur ein Teil dieser SP, an dem beißen wir uns immer die Zähne aus, weil der uns halt so direkt genau das mangelhafte Human Design, dieser verlogene Bullshit immer wieder noch spiegelt, weil es dann richtig wehtut. In der Arbeit sage ich dann, ja, leck mich.
oder ist mir jetzt auch scheißegal, es wird schon wieder. Ja. Aber wenn es der SP macht, dann trifft es mich tief, tief, tief. Und deswegen gehe ich ja in diese Thematik rein, weil es genau diese Thematik ist, wo den Menschen die Augen öffnet. Weil sonst renne ich immer wieder weg und denke mir, ja, Arschlöcher. Aber wenn ich ein SP habe, dann ist da der Finger in der Wunde. Und die Wunde kann nur ich allein schließen, indem ich diese Lügen erkenne und transzendiere. Und da ist die Arbeit. Und die ist bei mir, weil ich ändere meinen SP nicht. Man sagt es oft so, weil es einem so vorkommt, weil die Leute ja meistens die anderen Menschen ändern müssen. Aber die Änderung der anderen Menschen passiert dadurch, dass ich mich ändere. Durch mich ändert sich meine ganze Wahrnehmung, meine ganze Vorstellung, mein ganzes Universum. Und dann kann ich plötzlich erkennen, wie großartig mich mein SP und alle Menschen eigentlich auch finden. Das ist der Weg. Und der geht halt nicht von heute auf morgen, weil das Alte halt so ein bisschen klebrig ist. Was ist jetzt deine Herangehensweise, nachdem ich dir das alles erklärt habe? Ich habe da mitgeschrieben, damit ich auch wieder Affirmationen für mich habe. Und da muss ich einfach von morgens bis abends dranbleiben. Genau, und hier geht es wirklich darum, dass du zuerst dieses Selbstkonzept für dich klar hast, dass dein Verstand es versteht, warum du großartig bist, warum du nur das Beste verdient hast, warum du hier auf Erden die einzige Schöpferin bist, warum dein Universum nach dir sich richtet. Es ist so wichtig, seinen Verstand in eine Position zu bringen, wo der für mich spricht. Und dann kann ich mit diesen Affirmationen arbeiten. Weil dann ist es nur eine Erinnerung an den Verstand. Aber der Verstand weiß es schon. Der Verstand weiß, warum ich großartig bin. Der Verstand weiß, wow, du bist die absolute Traumfrau, du bist der absolute Hammer, du bist die Einzige in deinem Universum, du bist in absolute höchste Perfektion hierher gekommen. An dir kann ja gar nichts falsch sein. Grundsätzlich war noch nie was falsch an dir, nur deine Gedanken, die du übernommen hast von Menschen, die dich und die Welt falsch gesehen haben. Und jetzt machen wir alles richtig. Wir sehen es aus der höchsten liebenden göttlichen Perspektive. Und die göttliche Perspektive sagt mir, dass ich eigentlich großartig bin. Meine Wünsche, meine Träume, alles, was ich, meine Gaben, was ich kann, ist absolut großartig, ist absolut einzigartig. Und so kommst du dann dahin, ja, diese Foundation zu haben über das Ich bin, wer ich bin in Wahrheit. Und dann kommst du mit den Affirmationen, dann kommen die sozusagen auf einen fruchtbaren Boden, oder? Und dann kommen die und erinnern nur, das ist wie ein Samen, der wirklich auf einem fruchtbaren Boden ist, weil ich bin schon göttlich, ich sehe mich in meinem Divine Design, ich weiß, es steht mir zu, ich weiß, ich bin wunderbar, ich weiß, ich bin Schöpferin. Und dann kommen Affirmationen rein und die wachsen dann, die kleben dann, die bleiben dann, die kann ich dann düngen, die werden dann größer. Aber zuerst muss ich mich sozusagen diesen Boden ins Divine Design bringen, sodass die Affirmationen dann kleben, bleiben, wachsen, sprießen, größer werden. Ich schöner, größer, dominanter, klarer, liebender für mich selber werde. Und das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, was viele eben noch nicht ganz verstehen und meinen, ja, sie können quasi mit positiven Affirmationen auf einen ausgetrockneten Boden etwas erreichen. Verstehst du, was ich meine? Ja, nur wie Wetterboden fruchtbar, sage ich einmal. Wie macht man den fruchtbar? Wie macht man den fruchtbar? Denk mal drüber nach. Hast du schon Kinder? Hast du Kinder? Nein, leider. Aber du weißt, wie Kinder funktionieren, oder? Ja.
Da gibt es ein fruchtbares Ei. Das wartet auf den Samen. Und dieses fruchtbare Ei, das ist, wenn du es beschreiben würdest, ein Ei in einer Frau, das auf den Samen wartet, darauf wartet, befruchtet zu werden. Wie würdest du dieses Ei beschreiben? Da kommt jetzt nur der Satz, es ist einfach da. Es ist da, es ist empfänglich. Mhm. Es ist offen. Es ist ready. Es ist bereit, ganz genau. Es ist einfach da, es ist bereit. Ich bin bereit, alles Großartige anzunehmen, was zu mir kommt. Ich bin ready, ich bin bereit. Und ich hinterfrage es nicht, sondern ich weiß, die geilen Sachen, die geilen Samen, die kommen und die nisten sich dann ein und geben ein wunderbares Baby, geben ein wunderbares Leben, geben eine wunderbare Manifestation. Und wann bin ich bereit? Eine ängstliche Frau, die ist nicht bereit, oder? Eine Frau, die hinter sich steht, die keine Angst hat, abgelehnt zu werden. Eine Frau, die weiß, ich bin so großartig. Verletzungen kann ich mir nur selber zufügen. Darum geht's. Dass du diese Frau zuerst bereit machst, empfänglich machst, stützt, ihr die Ängste nimmst, ihr sagst, wer sie ist, sagst, wie wunderbar sie ist und ihr das erklärst, wie einem kleinen Mädchen. Stell dir vor, ich bin ja nicht so Fan von innerer Kindarbeit, aber vielleicht von innerer Frauarbeit, wie wenn du jemand anderem, der außerhalb von dir wäre, klar machen müsstest, wie großartig und wie verdient diese Person oder diese Frau alle ihre Wünsche hat. Wie würdest du reden? Was würdest du erklären? Quasi einer Kopie von dir im Außen. Dass sie sich nicht so viel Gedanken machen soll, einfach leben. Ja, das Leben genießen, sich freuen, sich an sich freuen, an den Dingen freuen, die sie da schon hat, oder? Mhm. Nicht warten soll, bis sich irgendeiner meldet. Was noch? Dass ich total zufrieden und glücklich sein kann, weil ich perfekt bin, wie ich bin. Genau. Sag, was macht dir jetzt Spaß? Worauf hast du Lust? Was möchtest du erleben? Dass ich das dann einfach mache. Genau. Dass du das dann einfach machst. Und während du das machst, während du die Dinge tust, oder auch wenn es gar nichts Großartiges ist, dann weißt du, ich bin die Frau. Und dann kannst du dir sagen, ich bin so großartig. Mein Leben ist so großartig. Ich bin so gewollt und gewünscht. Das Leben spielt nur für mich. Ich kriege die ganze Zeit Geschenke. Jeder Mensch, der mich trifft, freut sich seines Lebens. Ich bin der Samen des Glücks, der Freude, der Lebensfreude, des Wachstums. Das bin ich. Und dann kommen die Affirmationen und die fühlen sich völlig in Harmonie an. Die fühlen sich völlig richtig an. Aber du musst dich zuerst in diesen Zustand dieser Frau, die eben da ist, diese Divine Design Frau, versetzen. Und dann kannst du Samen sehen. Und dann, wenn du in dieser Power bist, dann kannst du plötzlich auch Samen säen für deinen SP. Mhm. Logisch, von mir nicht. Ja. Aber es gibt ja die Momente, wo man es gerade nicht ist. Und dann gibt es genau den gleichen Moment, einen Moment später, wo ich das schon wieder sein kann. Ja, aber wie bringe ich mich am schnellsten wieder dorthin? Zum Beispiel durch einen Sprung. Ich muss ja einfach nur in Gedanken den Sprung machen, oder? Umschalten. Genau. Ja.
Du machst den Gedanken einen Sprung, aber dazu musst du eben wissen, wohin du springst, oder? Ja. Das musst du dir vorbereiten. Neville Goddard sagt ja auch, ich habe ein Haus und das hat ganz, ganz viele Räume und in diesen Räumen ist alles für dich vorbereitet, quasi auf Deutsch übersetzt, ja. Also du musst erst diese Räume dir vorbereiten. Weil sonst willst du ja da auch nicht reingehen, wenn da nur eine Pritsche drin steht. Du musst diesen Raum in deiner Vorstellung, diesen Lebensraum sozusagen in deiner Vorstellung, dir so schön machen, dass jedes Mal, wenn du diesen Raum verlässt und merkst, so scheiße, hier ist es scheiße, ich gehe zurück, oder? Und ich mache einen Sprung und ich bin wieder zurück. Weil Zeit ist ja kein Faktor, Zeit ist nicht linear, Zeit ist jetzt. Und meine Kreation ist vertikal, alles ist gleichzeitig da. Also muss ich eigentlich nur kurz mal springen in eine neue Realität, in einen neuen Raum, in ein neues Haus. Das geht innerhalb von einem Sprung. Mhm. Aber dein Raum, dein Kopfraum, dein Vorstellungsraum muss eben vorbereitet sein. Und das ist die Arbeit, die wir mit Scripting machen können. Dr. Joe Dispenza, der setzt auf Mind-Movies, dass man sich selber Filme macht. Ich sage, Geschichten erzählen ist eine tolle Methode. Ich erinnere mich, als es so und so war, dass ich mich quasi aus der Vergangenheit in der Zukunft sehe und erzähle, meinen Wunsch, der schon erfüllt ist, quasi. Und es gibt ganz, ganz viele Methoden, aber letztendlich geht es darum, dass ich begreife, dass ich die Person, die Frau sein muss, die in diesem Raum, in diesem Zustand lebt. Und ich muss rausfinden, was mein Verstand am besten frisst. Und das ist unterschiedlich. Da muss ich selber mit mir umgehen und muss einfach wissen, wie ich mich manage, mein Selbstmanagement, was bei mir zieht, oder? Bei manchen oder bei vielen zieht ein ernstes Wörtchen mit sich zu reden vorm Spiegel, ja? Solche Sachen, aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Und das, was du gerade beschrieben hast, Senders, meinst du damit die inneren Gespräche? Auch das, genau, innere Gespräche. Affirmationen sind ja eigentlich auch nichts anderes wie innere Gespräche, oder? Meine ganze Welt findet in inneren Gesprächen statt. Und da ist es eben wichtig zu erkennen, was geht hier ab an Informationen, die ich hier generiere. Und meine Ansichten, meine Überzeugungen sind eben mal Schöpferinformationen. Jede einzelne Ansicht. Und es kommt letztendlich auf das drauf an. Welche Ansicht vertrete ich? Über mich, wer ich bin und wer ist natürlich logischerweise dann mein Spiegelbild. Und ich kann nur ein Spiegelbild kreieren, ich kann nur ein Spiegelbild sehen, wenn ich schon das bin. Ich kann nur einen SP sehen, der mich auf Händen trägt, wenn ich die bin, die auf Händen getragen wird. Ergo muss ich mich auch auf Händen tragen. Ich darf mir tatsächlich meine Wünsche von den Augen ablesen und darf mit mir so umgehen, wie ich möchte, dass mein SP mit mir umgeht. Darf so über mich denken, wie ich möchte, dass mein SP über mich denkt. Und das ist das, woran sich die meisten die Zähne ausbeißen. Ich inklusive jahrelang, nicht nur SP-bedingt, sondern eben komplett lebensbedingt, erfolgsbedingt, weil ich selber diese Frau eben noch nicht in mir gesehen habe, die ich wollte, die andere in mir sehen. Das ist egal, welcher andere das sein sollte, ob das Kunden sind, ob das Arbeitgeber sind, ob das Mitarbeiter sind, ob das Freunde sind. Sie können per Gesetz nur mir das zeigen, was ich glaube, wer ich bin. Und deswegen geht es immer wieder zu mir zurück. Ich kreiere
mein SP, ich kreiere meinen Chef, ich kreiere die ganze Welt. Das ist die Power. Die darf ich zweifelsohne wahrnehmen, weil ich das Gesetz kenne, weil ich weiß, wie das Gesetz funktioniert, dieses Gesetz. Ich bin alles. Ich bin die Energie. Hier ist niemand, der irgendeine Wirkung haben könnte, außer ich. Weil ich weiß, ich mache alles selber. Jeder der Gedanke, den ich denke, zack, spüre ich ihn in meinem Körper. Jede Ansicht, die ich habe, zack, spüre ich sie in meinem Körper. Und das ist meine Power. Mhm. Und ich muss erst in meine Power kommen. Und dann habe ich ein powervolles Leben, ein powervolles Umfeld, einen powervollen SP an meiner Seite, der einfach nur ich bin. Und deswegen sagt man ja, ich muss erst diese Beziehung mit mir auf die Reihe kriegen. Dass ich mit mir so umgehe, wie ich möchte, dass die anderen das auch tun. Mhm. So, was machst du jetzt? Ich habe mal gerade aufgeschrieben, Zeit für mich nehmen, aber ich glaube, das ist so gemeint, dass ich wirklich da in der Zeit nur an mich selber denke. Mhm. An dich selber kennenlernst und überhaupt rausfindest, was du wirklich willst, wenn dir keiner vorschreibt, was du wollen sollst. Mhm. Das ist nämlich meistens ganz, ganz was anderes, als wir immer dachten, was wir wollen, sollen, um glücklich zu sein. Das, was wir tatsächlich wollen, ist meistens nicht das. Und da geht es eben auch wieder weiter. Klar will ich meinen SP, den soll ich aber auch haben. Aber was will ich wirklich für ein Leben leben? Was will ich wirklich erleben in meinem Leben? Weil der SP dient mir nur dazu, mein Selbstkonzept richtig dahin zu bringen, wo es hingehört, und zwar auf das Schöpferpodest, in meine absolute Power. Aber wenn ich dann da bin, dann will ich so viel mehr von dem Leben. Dann ist SP, ist so logisch, gehört auch dazu, ist eh schon dabei, aber jetzt kommt alles Geile, alles Großartige, weil jetzt, wo ich weiß, wie großartig ich bin und dass ich alles verdient habe, habe ich ja ganz andere Vorstellungen, wie ein Leben gelebt werden kann, wie ein Leben erlebt werden kann, wie ein Leben genossen werden kann in so vielen unendlichen Facetten. Dann fängt es erst an, dann wird es spannend. Dann geht's los. Dann macht das Leben plötzlich Spaß. Und der SP hat mir geholfen, die Frau zu werden, die das erkannt hat. Mhm. Also, was willst du wirklich? Wenn der SP schon in der Tasche ist, neben dir ist Tag und Nacht, begeistert von dir ist, jeden Morgen sagt, oh mein Gott, mein Schatz, ich liebe dich, das Leben mit dir ist so wunderbar, ich möchte nichts anderes als mein Leben mit dir teilen. Welches Leben teilt ihr? Dann möchte ich viel Zeit haben, um mit genialen Autos an geniale Orte der Welt zu fahren. Na also, dann weißt du ja schon, dass du das vorausleben kannst. Mhm. Ein genialer Ort, der muss nicht so weit weg sein. Mhm. Ein geniales Auto muss auch nicht so abgefahren sein. Das habe ich sogar schon. Also, ja. Und das ist genau das, dass du weißt, ich bin diese Frau und das ist geil, was ich mache, es ist geil, was ich will. Die Menschen finden es geil und logisch findet SP das auch geil. Und das will ich für mich. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Frauen ich in meinen engeren Coaching-Räumen habe, die ein Leben gelebt haben, weil sie dachten, der SP möchte, dass sie so leben, um nachher herauszufinden, dass sie für sich selber etwas ganz anderes erleben wollen. Und das ist das Wichtige.
dass ich da bitte, bitte ehrlich zu mir bin und sage, mein SP macht das, was ich will. Also muss ich nicht irgendeine Vorstellung von meinem SP durchleben, sondern ich durchlebe meine Vorstellung von meinem Leben und mein SP, der lebt genau das mit der gleichen Begeisterung, weil ich bin Schöpfer, ich mache das. Ich sage, wie es ist. Ich fange bei mir an und nicht bei einem imaginären SP, wo ich mir vorgestellt habe, wie ich sein muss, damit ich für ihn passend bin. Nein, 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 nein. Ich bin passend, so wie ich sein möchte und mein SP findet mich absolut passend. So rumläuft's. Bist du da auch schuldig, dass du gedacht hast, du müsstest dich irgendwie anpassen, um ihm ein bisschen besser zu gefallen? Natürlich. Okay. Nichts mehr von dem. Versprochen? Ja. Es geht alles aus dir heraus. Es geht alles so, wie du es haben willst. Und zuerst fängst du bei dir an und machst dein Leben so, wie du es haben willst. Und gehst, gesetzte Annahme, davon aus, dass das genau das ist, was deinen SP begeistert. Ja. So. Ja. Tut's dann im Endeffekt, also wenn man mit sich zufrieden ist und mit dem, was man macht, dann ist man eh immer interessanter für andere Leute. Du sagst, wie interessant du bist. Du kannst auch mit dir zufrieden sein und kannst sagen, ich bin ein totales Ego-Schwein und niemand will mich und findet mich nicht interessant. Das könntest du auch annehmen. Schon mal. Das ist deine Kraft, das ist deine Power, oder? Das ist eben das, worauf man wirklich Augenmerk legen muss und sagen muss, was für Rückschlüsse mache ich dann? Ja, weil viele Leute machen eben genau diesen Rückschluss und deswegen erlauben sie sich nicht voll und ganz das Leben so zu leben, wie sie es wollen, weil sie tatsächlich noch denken, es könnte irgendjemandem nicht gefallen. Aber das ist genau das, wo ich immer wieder zurück zu mir muss und sagen muss, alles, was mir gefällt, gefällt der Welt. Alles, was mich glücklich macht, macht andere auch glücklich. Alles, was mich begeistert, begeistert andere für mich auch. Meine Begeisterung zieht andere an. Mein SP, egal was ich mache, der ist völlig hin und weg von mir. Ich muss nichts machen, um ihm zu gefallen, weil ich per se bin schon so fantastisch und begeisternd, dass ich einfach nur ich selber bin und er findet es toll. Und wenn ich das mit den Autos, keine Ahnung, nächstes Jahr gar nicht mehr geil finde und irgendeine andere Begeisterung hege, der passt sich an. Verstehst du? Mhm. Das ist dieser komplette Mindset, der natürlich für das Ego-Denken ein bisschen überheblich tönt oder sich anhört. Aber so ist es nun mal. Ich kann nichts dagegen tun. Ich bin das Zentrum meines Universums. Meine Gedanken sind die Energie, die mein Leben erschaffen. Ich muss überheblich sein, weil alles reagiert auf mich, alles macht das, was ich sage. Also muss ich ja ganz sonnenklar sein in meinen Ansichten, in meinen Annahmen, in meinen Überzeugungen und in meinen Rückschlüssen. Und dann, wenn ich da ganz felsenfest davon überzeugt bin, dann habe ich auch die Zweifel nicht mehr, oder? Dann schalten die sich ja automatisch aus. Genau. Mhm. Erinnere dich dran. Warst du schon mal felsenfest von was überzeugt? Ja, doch, bestimmt immer wieder. Und wo waren da Zweifel? Da waren keine. Ganz genau. Also ist das mein Job. Ich muss da oben drin das hinkriegen, dass ich felsenfest davon überzeugt bin. Ich muss mich selber so managen, dass es keine andere Realität gibt, als die, die ich haben will. Und sie kommt dann nicht, das ist auch noch ganz wichtig zum Abschluss, sie kommt dann nicht, wenn ich zweifle. Und es gibt zwei Zweifel. Es ist einmal der Zweifel, mir steht es vielleicht nicht zu, vielleicht könnte es nicht klappen, vielleicht könnte ich nicht die Kraft und die Power haben. Das ist das eine Zweifel. Und der andere Zweifel ist tatsächlich, da hängen noch Geschichten und Überzeugungen dran,
die mir sagen, ich will es eigentlich doch nicht. Beispiel wäre, was hat eine auf dem Kanal da letztens geschrieben? Oder meine eigene Annahme. Ich hatte mal einen Partner, da glaubte ich echt, der hat einen Ordnungszwang. Glaubte ich. Und ich wollte aber keinen Partner mit Ordnungszwang. Also wenn ich so einen Stempel, so eine Ansicht finde, die mich abturnt an meinem SP, dann werde ich das nie vollkommen in die Manifestation bringen. Weil es entgegenläuft. Wenn ich irgendeinen Stempel oder irgendetwas habe, eine, die mochte den Körpergeruch von ihrem SP nicht. Ich habe sie dann schon wieder erwischt. Sie hat es mir jetzt erst zugegeben. Ich habe sie schon lange erwischt, dass da was ist, was sie nicht mag an ihm. Es war der Körpergeruch und sie hat sich nicht eingestanden und mir auch nicht, aber ich wusste, da ist was. Sonst wäre das alles schon harmonisch aufgegangen. Aber sobald da Dinge sind, an dem, die in meiner Vorstellung noch mit meinem SP zusammenhängen, die ich nicht mag, ist es immer abstoßend. Ist das dann so, wenn da irgendwas wäre, ist das dann so, dass das gar nichts davon in die Realität kommt oder immer wieder einfach so mit... Wenn du sagst, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal zwangsordentlich, wie es bei mir war, wenn ich sage, der hat einen Ordnungszwang. Ja. Aber ich will das nicht. Ich will keinen Partner, der einen Ordnungszwang hat. Solange ich sage, der hat einen Ordnungszwang, werde ich den nicht komplett wollen. Werde ich immer ihn zu Teilen ablehnen. Wenn ich aber meine Perspektive so und meine Ansicht und meine Annahmen so ändern kann und sage, der hat keinen Ordnungszwang, sondern der liebt es, Ordnung zu machen, sogar für mich. Das bedeutet überhaupt nicht, dass ich auch ordentlich sein muss, sondern der geht sogar darauf auf, meine Sachen in Ordnung zu bringen. Das macht ihn sogar happy und glücklich, sogar meine Sachen für mich in Ordnung zu bringen. Habe ich kein Thema mehr. Finde ich das geil. Aber solange ich glaube, der hat einen Ordnungszwang und das heißt für mich, der ist immer unzufrieden, wenn es unordentlich ist und ich will gar nicht so wahnsinnig ordentlich sein. Es geht mir völlig auf die Nerven, wenn einer die ganze Zeit rumordnet und so weiter und so fort, dann werde ich den ablehnen. Aber wenn ich das in eine Perspektive bringen kann, die für mich ist, und das kann ich natürlich erst, wenn ich die Queen auf meinem Thron bin, und einfach weiß, der darf rumordnen, wie er will und aufräumen und wischen und waschen und wohnen und pohnen. Für mich macht er das als meine Queen. Und das bedeutet gar nicht für mich, dass ich auch irgendwas dazu beitragen muss. Dann finde ich es völlig in Ordnung. Aber bei mir war das damals nicht so. Mir ging das auf den Sack, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, und jetzt wuschelt der und wieselt der und er ist nie zufrieden und blablabla, die ganze Geschichte, die ich nur mit dieser einen Annahme Ordnungszwang verbunden habe, die war für mich so abtörnend, dass ich den natürlich abgelehnt habe. Und das ist, da gibt es so kleine Sachen. Ja? Und diese kleinen Sachen, die führen auch dazu, dass wenn ich eine Beziehung manifestiert habe, dass wenn ich die nicht erwische und nicht bereinigen kann, dass die dazu führen, dass ich den aus der Beziehung rausmanifestiere. That's the way. Und deswegen ist es gar nicht so spannend, ein SP zu manifestieren, sondern es ist viel, viel spannender, eine Traumbeziehung zu manifestieren. Dass sie bleibt. Dass sie besser wird. Dass die permanent Wachstum und Erfüllung bedeutet. Das ist das Ziel. Und das kann ich haben. Nur muss ich die Frau sein, die es hat. Und so denken wie die Frau, die es hat. Und die Frau, die es hat, die denkt nun mal nicht irgendwie, der ist irgendwie, sondern die denkt, oh mein Gott, mein Partner ist der großartigste Mensch auf Gottes Erdboden. Mehr Gedanken hat die nicht. Und dazu müssen wir uns halt hinbringen.
Und dann haben wir es. Also, meine Liebe, dann würde ich mir wünschen, dass du jetzt all in gehst für dich, dass du 100% committed bist, unter allen Umständen hinter dir stehst, als Schöpferin, großartige Göttin, Geliebte, anerkannte Queen, was auch immer, einfach bereit bist, wie du selber gesagt hast, dass plötzlich der Vorhang aufgeht und bam, Traumleben steht da. Weil du jetzt, darf ich dir noch was fragen, bitte? Ja. Weil du gesagt hast, eben wegen außen, das war noch eine Frage gewesen. Wenn ich da zum Beispiel hin und her schreibe mit ihm und da sind Sachen, die ich eigentlich nicht, also die ich nicht lesen will zum Beispiel, da muss ja, wenn das eine Antwort erfordert, da kann ich ja jetzt nicht in meiner Bubble weiter. Mach mal ein Beispiel, ich sag's dir. Was würdest du nicht lesen wollen? Ja, zum Beispiel, was letztens war, ich bin schon smiert, ich ziehe mich nicht mehr an, ich komme nicht vorbei. Ja, und dann musst du einfach nur wissen, scheiße, habe ich echt Angst gehabt, dass er nicht vorbeikommt? Ja, aber wie reagiere ich dann zum Beispiel auf... Ja, dann weißt du, scheiße, ich habe das angenommen. Dann auf ein nächstes, dann sagst du gute Nacht, schlaf gut. Einfach so, mir wurscht und ich mache bei mir weiter. Ja klar, okay. Weil ich weiß, diese Reaktion, die habe ich durch meinen Zustand, meine Annahmen, das bin ich. Ich habe das geglaubt, dass der womöglich zu müde ist, dass der keine Lust hat, was weiß ich nicht was, dass er nicht kommen mag, dass er eine Ausrede findet. Das ist in meinem Kopf gewesen, bevor der es geschrieben hat. Und einfach auf die Kommunikation dann gar nicht weiter eingehen, sondern passt schon. Ja, wieso? Ja. Ist doch gut eingegangen. Ich bin müde, ich mag mich nicht mehr anziehen. Gute Nacht, schlaf gut. Ist doch perfekt, oder nicht? Ja, ey. Oder was sagt man zu jemandem, der sagt, ich bin müde, ich mag mich nicht mehr anziehen? Dann sage ich, wunderbar, gute Nacht, schlaf gut. Ja. Hast du noch ein besseres Beispiel? Das war ja nichts. Ich überlege gerade. Zum Beispiel, ich frage ihm was und ich kriege dann was hinter, aber ich kriege keine Antwort auf die Frage. Da kennt ihr auch so in was für eine Frage stellst du, mit welcher Intention stellst du die Frage, was gehst du davon aus? Wenn du eine Frage stellst, um eine Antwort rauszukitzeln, dass du hinterher in deinem Kopf glauben kannst, dass er für dich da ist und zur Verfügung steht, gibt es keine Antwort. Noch einmal bitte, erklär mal das noch einmal. Also, wenn du ihm eine Frage stellst, ja, ohne Hintergrundintentionen, ohne zu glauben, vielleicht antwortet er nicht. Nur wenn er antwortet, dann glaube ich, dass er mich wirklich mag. Bla bla bla, ich stelle mir mal einfach eine dumme Frage oder irgendeine Fangfrage oder eine Testfrage. Wenn das deine Intention ist, dann wirst du keine Antwort bekommen. Wenn du Spielchen spielst. Und so wie du es mir erzählst, glaube ich, dass du diese Spielchen spielst. Also ein paar Fragen waren zum Beispiel ganz normale Sachen, so wie, wo bist du denn gerade unterwegs? Wozu musst du das wissen? Was mich gerade interessiert hätte. Nee. Weil du nicht vertraust, dass es völlig egal ist, wo er unterwegs ist. Weil du ihn kontrollieren willst, weil du im Mangel bist. Da musst du schon ehrlich mit dir sein. Okay. Da musst du schon ehrlich mit dir sein. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der seit anderthalb Jahren als Weltreise. Der ist wirklich, ich rufe den regelmäßig an. Meine erste Frage ist, wo bist? Aber das ist eine ganz andere Energie. Du musst ehrlich sein, mit welcher Energie, mit welcher Intention, mit welcher Absicht du diese Frage stellst. Ich will mit dir in Kontakt kommen,
weil ich gehe davon aus, dass du mit mir nicht in Kontakt bist. Das ist die Energie hinter dieser Frage. Das schreiben wir jetzt nochmal auf. Sag es einfach ganz ehrlich, warum schreibst du solche Fragen? Das dürfte damals wahrscheinlich aus dem Grund gewesen sein, ja? Genau. Ja. Und da muss man mit sich selber so ehrlich sein. Und wenn ich diese Kommunikation brauche, damit ich einen Beweis habe, Finger weg, innere Kommunikation, innere Konversation. So lange, bis sich die im Außen zeigt. Wenn ich versuche, im Außen eine Kommunikation, eine Konversation ins Rollen zu bringen, aus Mangel, wird es nie gehen. Mhm. Finger weg, arbeite im Innen. Diese Gespräche, die du in deinem Kopf mit ihm hast, ja, die du haben willst, hab sie im Innen. Aber sobald du sie versuchst, im Außen zu provozieren, wirst du nur diesen Mangel in Form von Ablehnung oder Nicht-Antworten, Ignoranz gespiegelt bekommen. Weil du machst es ja, weil du dich abgelehnt fühlst, weil du dich nicht in Kommunikation fühlst, weil du dich nicht verbunden fühlst. Versuchst du das im Außen hin zu manipulieren? Aber das geht nicht, weil es ja nur den Zustand spiegelt, aus dem heraus du versuchst, eine Kommunikation in Gang zu bringen. Und wenn du das merkst, dass du im Mangel bist und dass du irgendwie meinst, du musst ihn holen, du musst ihn ziehen oder was weiß ich nicht was, fülle dich durch eine innere Konversation mit ihm auf. Okay. Ja. Finger weg vom Außen. Finger weg vom Manipulieren. Vom Feedback kontrollieren zu wollen. Das geht immer nach hinten los. Und wenn du das machst, wirklich machst und erkennst und wirklich ehrlich mit dir bist und dich selber dahin coachen kannst, dann wirst du sehr schnell im Außen eine Veränderung sehen. 100% war aber immer so. Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Es braucht eine unglaubliche Selbstdisziplin, sich alleine dahin zu coachen. Ich sage dir jetzt, wie es geht. Du hast es verstanden. Du kannst es machen mit dir selber, aber nimm alle Tools daher, ja? Weil mit sich selber so ehrlich und offen zu sein und die Sachen, die ich dir jetzt um die Nase geworfen habe, das ist halt wirklich hohe Kunst, ja? Sich so ehrlich zu sein. Und ja, wie gesagt, mach das mal, versuch das mal. Wenn nicht, weißt du ja, wo ich bin. Ja. Wie gesagt, es gibt meine Rising Up Mastermind und die geht genau darum, oder? Und deswegen ist es halt so, so wichtig, dass ich da komplett 100%ig committed bin und dranbleibe. Und hinterher lohnt es sich so sehr, weil ich kriege nicht nur meinen SP, sondern ich kriege ein verdammt geiles Leben. Und das will ich ja letztendlich, oder? Ich danke dir dafür, dass du dich hier bereit erklärt hast und ich freue mich auf die Kommentare, die zu diesem Video kommen und es ist eine riesen Coaching-Session gewesen mit allen Problemen, die eigentlich bei der Manifestation immer wieder auftauchen.